Ja, Kevin Schöneberg steht vor mir, glücklicher Derby-Sieger, wieder einmal, gerade habe ich schon gehört, noch kein Derby verloren, hier seitdem du in Münster bist. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, wie auch schon vorher erwähnt bei den ganzen anderen Interviews gerade, war sehr robuster Spiel in der ersten Halbzeit, viele Fouls, 7 gelbe Karten und ich denke, wir haben dann nach der ersten halben Stunde die Sturm- und Drangphase von denen, wo sie uns extrem gepresst haben, gut überstanden, viele Standards abgewehrt und hatten nur ein, zwei gute Möglichkeiten nach vorne zu spielen, noch nicht mal richtige Torchancen, aber ich denke, in der zweiten Halbzeit sind wir wie gewohnt mit unserer Spielqualität super ins Spiel gekommen, haben das Spiel dominiert und dann einen überragenden Freistoß von Amaury, den glaube ich keiner besser schießen kann. Hey, du hast es angesprochen, in der zweiten Halbzeit seid ihr deutlich besser ins Spiel gekommen. Was habt ihr verändert? Ja, Osnabrück kann auf keinen Fall 90 Minuten so ein Tempo gehen und wir haben es, wie gesagt, gut überstanden. Und wenn wir einmal den Ball haben und lassen den geschickt laufen, dann wird es für jeden Gegner schwer, dieses Tempo mitzugehen, beziehungsweise überall zu pressen, weil wenn du nicht an den Ball kommst und nur hinterherläufst, hast du einfach keine Luft für 90 Minuten. Ja, hattest du einen Blick für die Choreos, die die Ostkurve da heute gemacht hat? Hast du das gesehen? Ja, beim Einlaufen haben wir gesehen. Ist natürlich überragend, was die Fans hier ausgedacht haben. Wir haben es gestern schon beim Abschlusstraining gesehen, die ganzen Vorbereitungen, die sie getroffen haben. Und ich denke, die haben uns heute auch wieder richtig nach vorne gepeitscht und war eine überragende Stimmung. Alles klar, Dankeschön. Benni Siegert, würdest du sagen, dass Osnabrück euch heute alles abverlangt hat? Ja, alles abverlangt, muss ich ganz ehrlich sagen, in der ersten Halbzeit haben sie uns alles abverlangt, kämpferisch, läuferisch, spielerisch, war keine Glanzleistung von uns, weil die früh gestört haben und unsere Leute aus dem Spiel genommen haben, sehr früh attackiert haben und von daher war es sehr, sehr schwer ins Spiel zu kommen. Aber heute, wir haben Amaury Bischoff in der Mannschaft, heute haben wir es gesehen, dass einer so ein Spiel entscheiden kann und das war heute auf unserer Seite. Du sprichst es an, dass die Osnabrücker euch viel gestört haben in der ersten Halbzeit. Hat euch das überrascht, dass sie so offensiv rangehen, hier auswärts im Preußenstadion? Also ich muss ganz ehrlich sagen, schon ein bisschen. Ich hätte die mehr abwartend gesehen, aber die haben ja vom 16er bis zum 16er haben die alles hin und her gerannt, jeden Spieler von uns angelaufen, von daher waren wir schon überrascht. Deswegen sind wir ganz beruhigt in die Halbzeit gekommen. Ich glaube, also gefühlt waren das 20-2 Ecken für Osnabrück. Von daher sind wir sehr, sehr gut in die Halbzeit mit 0-0 und dann haben wir ein bisschen die Strategie ein bisschen geändert und dann hat man auch gesehen, dass wir besser ins Spiel gekommen sind. Von daher ist es sehr, sehr wichtig gewesen, da 1-0 in Führung zu gehen, weil ich habe vor dem Derby gesagt, wer 1-0 in Führung geht, gewinnt das Spiel und das ist heute uns zum Glück geglückt. Was war euer Schluss aus der ersten Halbzeit? Wie habt ihr die Strategie geändert? Ja, wir haben ja gemerkt, dass die mit langen Bällen agieren, das war uns vorher aber auch schon klar, aber dass sie so aggressiv spielen. Wir haben die Strategie so geändert, dass wir die Spiele breiter machen, nicht in die Tiefe, sondern in die Breite gehen und unsere Abwehrspieler mehr zurückgezogen haben, nicht mehr offensiv agiert haben und von daher haben wir über die Außen mehr Ballbesitz gehabt und nicht mehr alles durchs Zentrum gegangen. Wir haben diese Strategie gewählt, weil wir über die Außen ziemlich stark sind und von daher mussten wir halt über die Außen kommen, weil das Zentrum war dicht. Der Name Amaury Bischoff wählt hier das Stadion natürlich nach dem Spiel, aber auch vor dem Spiel. Seid ihr auf die Situation um Amaury intern nochmal eingegangen oder habt ihr das erstmal außen vor gelassen? Das reicht auch, wenn 1-0. Nein, außen vor gelassen. Die Situation natürlich tut Amaury Bischoff immer noch leid, dass der Spieler Merkel immer noch verletzt ist und vielleicht auch gar nicht mehr Schuster spielen kann. Das war ganz klar, dass Amaury Bischoff das immer noch beschäftigt hat, in dem Sinne, dass er dass ihm das leid tut. Aber Amaury Bischoff ist Profi durch und durch und er will ein Spiel gewinnen und wenn er auf dem Platz steht, zählt das, was rundherum passiert, nicht mehr. Und das haben wir heute gesehen. Amaury Bischoff war ein spielentscheidender Spieler und nach dem Spiel hat man das auch gehört. Alles klar, Dankeschön. Danke.